still. Und mit diesen kleinen, aber feinen Intro-Video sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angezockt. Heute mit der Teaser-Demo zu Resident Evil 7, welches ja auf der E3 angekündigt wurde, auf der Sony-Pressekonferenz, und ist es auch herunterladbar übers PSN, aber einen kleinen Nachteil hat schon, nur für Leute, die auch PlayStation Plus haben, was ich zum Glück habe, deswegen können wir davon ein bisschen was zocken. Und wir haben noch keine Speicherdateien, ist ja irgendwie klar, deswegen wollen wir einfach mal neue erstellen. Aha, Sprache auswählen, Anzeigesprache Deutsch, Sprachausgabe geht nur Englisch. Ja, das passt das aber eigentlich alles schon so, deswegen können wir mal auf weitergehen. Da kann ich glaube ich ein bisschen runterdrehen. Ach so, ungefähr. Taste drücken. Ja, dann drücken wir mal. Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour. Ja, man merkt das schon. Im Gegensatz zu anderen bisher erschienenen Resident Evil Teilen entkommen sie aus dem Haus. Ist das Ganze in der Ego-Perspektive. Und was sie auch angekündigt haben, das wird alles auch mit VR, also Virtual Reality Brillen, funktionieren. Und ich denke mir jetzt schon mal, das in VR spielen. Nee, Leute, da bekommt sicherlich irgendwer einen Herzinfarkt. So, alles klar, wir sind hier jetzt also in dieser Bude. Und hier liegt doch mal ein schöner Zettel. I shall dash them against the stones. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Klingt gut? Klingt richtig gut. Okay. Muss man aber schon sagen, das Ganze hat hier so vom Vibe, vom Feeling her, sag ich mal, erinnert das Ganze schon ein bisschen sehr stark an die PT-Demo, die es ja für Silent Hill gab. Was ja leider Gottes eingestellt wurde. Sie haben keine Videokassette. Ja, geil. Und man hat hier schon irgendwie so ein bisschen die Vermutung, nachdem ja... Moment mal, es fehlt eine Sicherung. Moment mal, was ist denn das hier? Erster Floor, zweiter Floor, dritter Floor... Ja, was ist denn dann zwischen 2 und 3, hä? Astairs. Ich habe irgendwas gehört. War vielleicht nur meine Einbildung. So, was ich eigentlich sagen wollte. Dass sich die Leute bei Capcom dann dachten, nachdem hier Silent Hills eingestellt wurde und das auch so in die Richtung eigentlich gehen sollte. Hallo? Dass die sich dann halt irgendwie dachten, na gut, dann machen wir das halt. Ist ja auch kein Problem. Hat sich da was bewegt? Nee. Gucken wir mal in die Tür. Dicht. Die Tür geht von alleine zu. Ach, sowas hasse ich ja. Türen, die sich von alleine schließen. Oh, Püppchen. Gute Konserven. Gutes Nishiyu. Gutes Nishiyu. Lecker, lecker. Okay, die Tür bekomme ich ganz sicherlich nicht auf. Okay, die Vordertür ist anscheinend mal ziemlich verrammelt. Da geht's nach oben, da blinkt doch irgendein rotes Licht. Aber gut, das lassen wir momentan mal. Bleiben wir mal unten. Und wir sind jetzt wohl in der Küche. Ah, Kühlschrank kann ich aufmachen. Lecker! Sieht fast genauso aus wie mein Kühlschrank. Aber nur fast. Na gut, mach den Scheiß wieder zu, da wird mir ja kotzübel dabei. Was wurde in der Mikrowelle gekocht? Hühnchen! Wobei, sieht mehr aus wie ein Rabe. Aber na gut. Ist ja fast dasselbe. So ungefähr. Vom Geschmack her ist es sicherlich ungefähr gleich. Wasser an? Oder Wasser aus? Ich finde es zumindest mal gut, dass draußen nicht Nacht ist, sondern Tag. So habe ich hier drinnen trotzdem ein kleines bisschen Licht.
Da kann ich auch noch was machen. Geh weg. Meine Güte, wie lange steht denn der Fraß hier schon? Oh. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Und da ist nichts. Kann ich hier noch mehr irgendwie aufmachen? Ne, hier geht nichts. Hier auch nicht. Ja gut, die Mikrowelle hatten wir ja. Toll, irgendjemand lagert seinen Müll im Backofen. Was natürlich auch total Sinn ergibt. Anstatt das einfach in den Mülleimer zu stecken. Nein, packen wir es in den Backofen. So richtig schön gebacken schmeckt das sicherlich auch noch lecker. Hallo? Niemand da? Oh. Mit einer Kette verschlossen. Na, dann ziehen wir mal weiter. Wenn die Tür jetzt auch verschlossen ist, dann haben wir sowieso nur noch die Option, dass wir nach oben gehen. Nee, die geht auf. Ja, toll. Lagern wir auch noch hier. Was sind das? Kuhhälften. Sieht noch kühner aus oder sind Schweine? Nein. Schweine kommen nicht hin. Na gut, hier ist ein Bolzenschneider. Das sieht so aus, als ob man durch die Tür hier ins Freie kommt. Sie brauchen einen Schlüssel. Danke. Na, gib mal her. Bolzenschneider. Baby. Na, sowas aber auch. Und Inventar. Wir haben den Bolzenschneider. Damit könnten wir jetzt eigentlich da, theoretisch da vorne die Kette aufschneiden. Ein Werkzeug durch Trennen von Ketten. Tja, wer hätte das gedacht? Wie mache ich das hier? Hä? Ach, da kann ich mir ihn auf die Schnellauswahl legen. Ich glaube kaum, dass ich damit irgendwie, falls hier mal ein Zombie angetanzt kommen sollte, dass ich den damit irgendwas machen kann, außer das dem Teil über die Rübe zu ziehen. Ich frage mich hier sowieso irgendwie, wie das Ganze eigentlich ins Resident Evil Universum reinpassen soll. Ich meine, sie haben, glaube ich, gesagt, dass das Ganze rein von der Resident Evil Geschichte her gesehen nach dem sechsten Teil spielt. Also im Prinzip der aktuellste Teil dann sein wird. So Bolzenschneider. Und ich frage mich halt echt, wie passt das Ganze rein? Das ist halt, so wie man Resident Evil bis jetzt kannte, schon ein ziemlich starker Unterschied. So. Oh, Videokassette. Verfallenes Haus. Na gut, dann mal zurück zum Player. Also zum VHS-Player. Ich meine, aber jetzt mal im Ernst. Wir haben das Jahr 2017. Wer zur Hölle benutzt noch einen VHS-Player? Na gut, jetzt gucken wir aber zuerst mal hier nach oben. Ach toll. Schaufensterpuppen. Knöpfchen drücken wir noch nicht. Vielleicht passiert dann irgendein Scheiß. Du bist vorher hier noch nicht gestanden. Geh aus dem Weg. Tja, jetzt liegst du da. Ha, die hat einen Stock im Arsch. Naja, geht ein bisschen daneben. Ist aber fast drin. Aber wie sagt man so schön? Knapp vorbei ist halt auch daneben. Okay, da wird wohl noch nichts funktionieren. Da brauche ich wahrscheinlich. Denn bei den Sicherungen unten stand ja Stairs und die fehlte. Da werde ich wohl die Sicherung brauchen dafür. Na gut, aber jetzt können wir eigentlich mal Video gucken gehen. Moment. Ich wollte gerade sagen, momentan ist noch nicht so wirklich viel passiert, aber gut. Hier ist noch immer alles sauber. Keiner da, der mich stört. Gut. Dann pappen wir mal die Videokassette rein. Und play. Testbild. Derelict House, 1. Juni. Dalwhy Haunted House, Rehearsal. 1. Juni 2017. Er spielt sogar 2017. Kommt ja hin. Boo. Oh, hey. Did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. So sieht's doch aus.
Make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Oh, so, ich kann mich bewegen. This new guy? I'm not feeling it. Ich dachte, das wäre jetzt nur ein Video. Don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Okay, was zur Hölle drehen wir hier überhaupt? Irgendwie so eine Art Geistershow oder sowas in die Richtung zumindest. Und wir sind anscheinend der neue Kameramann. Na, tretet ein, meine Herren. Alright, let's go. Get out of the way. Tritt zu. It's locked. Sag ich doch. After you. Dankeschön. Und du gehst so, trotzdem vor mir rein. Why are we in hell this time? Wobei, ich glaube, du hast doch ihn gemeint, aber egal. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Oh, jetzt hast du ihn pissig gemacht. Jetzt war er angepisst. Hm, das Bild haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Die Kette ist da. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Okay, wir wissen ja eigentlich schon, was da drin ist. Wir machen trotzdem nochmal auf. Ah, und da liegt sogar ein Deckel wieder drauf. So kann ich die... Trotzdem noch immer nichts drin. Schade, kann ich hier auch nicht aufmachen. Kann natürlich auch mal in die Mikro gucken, wo noch immer der fucking Vogel drin liegt. Ich glaube, im Kühlschrank wird sich auch nicht viel anderes getan haben. Hä? Ist Andre weg? Was macht denn der? Wieso haut der ab? Ja, echt jetzt mal, das finde ich auch. Da bin ich voll deiner Meinung. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Okay, ist mein Name echt Clancy? Bin ich motherfucking Tom Clancy? So, ich bleib einfach hinter dir, mein Freund. What the fuck was that? Did you hear that? Ja, geh vor. Andre? Where the fuck is he? Er ist weg. Andre, where are you, man? So, ist hier die... Ach, hier fehlt die Sicherung auch schon. Scheiße. Und es ist auch noch kein VHS-Player da. What the hell? What the what? Hä? You gotta be fucking kidding me. Wo hat sich jetzt irgendwas getan? Alright, new deal. Ah, da. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ich würde eher gesagt sagen, scheiß auf Andre und wir gehen. Ich meine, wenn der den Scheiß hier macht, hat die gerade irgendwas rot geblinkt. Nee, kam mir anscheinend nur so vor. Sah so aus, als ob da irgendwas rot blinkte. Ja, wow, es geht doch tiefer nach unten. Ach nur, leck mich doch am Arsch. You first. Ich wollte gerade dasselbe sagen. You first. Natürlich, du musst auf der Kamera gut aussehen. Natürlich, na gut, bitteschön. Mann, 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 du bist ein Schisser. Das Blöde ist, ich kann nicht nach unten gucken, also weiß ich jetzt überhaupt nicht, was mich da erwartet. Na ja, gut. Ich sehe gar nichts. Okay, wir sind unten angekommen.
Ach, da ist er. Ich mag das nicht, wie der da steht. Bist du jetzt ein Zombie? Okay, das macht er jetzt von alleine. Okay, der ist tot. Der sieht nicht mehr so wirklich gesund aus. Oh, da kommt jemand. Das ist aber nicht unser Freund, oder? Das war jetzt nicht der Moderator. Okay, Ende vom Film. Oh. I shall dash you against the stones. Das finde ich aber nicht nett. Das finde ich mal ganz und gar nicht nett. So, aber jetzt wissen wir eigentlich im Prinzip, dass hier ein Schalter ist. Toll, und jetzt muss ich wieder runter in den scheiß Keller. Hier ist nix. Galacken. Oh, das ist ein Schlüssel. Hintertürschlüssel. Meins. Dann können wir abhauen. Die Leiter ist weg. Und nach unten springen werde ich hier ganz sicherlich nicht. Das wäre wohl mal die bescheuertste Idee aller Zeiten, das zu tun. So, könnte ich jetzt eigentlich wirklich theoretisch einfach abhauen? Hallo? Hallo, hallo? Und tschüss. Und tschüss und tschüss und tschüss, ich bin weg. Lalalalalala, niemand wird mich aufhalten. Ey! Wer wirft denn hier mit Puppen? Was soll denn das? So, hier ist die Hintertür. Kann ich hier eigentlich... Mach zu! Kann ich die Tür nicht schließen? Na, scheiße. Na gut, ich bin raus. Okay, die werden mich hier jetzt aber, glaube ich, nicht wirklich so einfach rausgehen lassen. Okay, hinter mir alles cool. Welcome to the family, son. Ich sag's doch, die werden mich hier nicht einfach so rausgehen lassen. We gotta get the hell out of here. Oh oh. Toll, jetzt ist auch noch mein zweiter Kollege im Arsch. Ey, ein schönes Lächeln. What? Die Familie erwartet Sie. Frühjahr 2017. 2017. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm. Hashtag RE7. Okay, das war jetzt schon die Demo? Das war's? Taste drücken. Okay, jetzt fängt das. Jetzt sind wir wieder hier. Resident Evil 7 Beginning Hour. Kommen Sie aus dem Haus? Ja, das wissen wir schon. Ich schätze mal, grob an der Notiz hier wird sich nichts geändert haben. Nee, die ist noch immer gleich. Frage ist natürlich, ist das wirklich wieder dasselbe oder ist das so wie bei der PT-Demo, dass sich bei jedem Durchgang irgendwie was verändert? Ich meine, wir könnten jetzt theoretisch, wir wissen ja schon, jetzt, dass hier der Schalter ist. Dann könnte ich mir ja theoretisch auch jetzt gleich den Schlüssel holen. Welcher nicht hier ist. Fuck you. Oh, oh. Da sehe ich was. Die Sicherung. Stairs. Ja, hallo. Oh, Klavier spielen. Das war so klar. So, dann setzen wir mal die Sicherung ein.
So, das würde dann jetzt bedeuten, wir könnten den Schalter oben bei den Stufen aktivieren. Hier hat sich mal nichts verändert. Hier hängen noch immer die schönen Püppchen an der Decke. Wunderbar. Gut, Küche kann ich mir jetzt sparen. Und hier stehen noch immer die Schaufensterpuppen. Na dann mal Stiegen aktivieren. Ah, es geht auf den Dachboden hoch. Ja, wunderbar. Okay, die Tür hier sparen wir uns mal. Ich gucke erstmal um die Ecke. Hier ist aber leider Gottes dicht. Da komme ich nicht durch. Oh! Und jetzt geht das Telefon los. Okay. Egal. Oh, noch ein Bild. Auf dem Hubschrauber ist zumindest mal das Umbrella-Logo. Also haben wir zumindest schon mal einen kleinen Zusammenhang zum Resident Evil-Universum. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Ja, das könnte ich Umbrella gut zutrauen, dass die das machen. Who are you? Memories hold the truth. Don't let appearances mislead you. Was? Toll. Kann nochmal Polizei anrufen? Kein Signal. War ja klar. Welcome to the family, son. Ah, komm schon. Okay, das kennen wir eigentlich schon. Also wurde ich jetzt wieder geschnappt. So, jetzt kommt hier die Gestalt von hinten, sticht ihn wahrscheinlich wieder ab. Und jetzt bekomme ich wieder das schöne Grinsen ins Gesicht. Yo! Gut, ich schätze mal grob, wir werden jetzt auch wieder von vorne anfangen. Ja, wir fangen wieder hier an. Na gut. So, hier hat sich nichts geändert. Agile Dashdam, ja dann Dash mal. Na gut. War ja dann mal, würde ich sagen, ein erster interessanter Einblick in den neuen Resident Evil Teil. Wobei ich sagen muss, atmosphärisch ist das Ganze ja ganz gut gemacht. Von den Schockmomenten her war es jetzt aber doch ein kleines bisschen lasch. Da hat die Silent Hills Demo ein bisschen mehr zu bieten, was Schocker angeht. Aber na gut, muss ja auch nicht unbedingt bedeuten, dass das auch im vollständigen Spiel, welches ja schon im Jänner erscheinen soll, dann auch so ist. Und ich bin ja noch immer gespannt, wie das Ganze dann in VR funktionieren wird. Also ich habe schon vor, mir zumindest irgendein VR-Teil zu kaufen, welches, puh, ich weiß noch nicht. Ich meine, die günstigste Option wäre halt PlayStation VR, auf dem das ja auch laufen wird. Aber das werden wir sehen. Das werden wir noch sehen. So, und ich würde auch sagen, das war's dann mit diesem, ja, doch eher etwas kürzeren vielleicht angezockt Video zur Resident Evil 7 Teaser Demo. Und wie gesagt, erscheint im Jänner für, Moment mal, erscheint das jetzt eigentlich nur für PlayStation?
Ich meine, es wurde auf der Sony-Konferenz angekündigt. Ich könnte mich jetzt aber nicht erinnern, dass sie auch andere Plattformen erwähnt hätten. Naja, aber es ist Resident Evil, das wird sicher auch für andere Plattformen kommen. Wäre ja doch irgendwie ziemlich dämlich, wenn nicht. Naja, wir werden es herausfinden, was die Zukunft bringt. Und ich sage einfach mal Danke an euch da draußen fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.